beim Alleingang darf ich wirklich keinen Fehler machen, weil jeder Fehler tödlich sein kann. Wenn ich losklettere, dann muss ich Ängste ausgeschaltet haben. Das passiert automatisch, weil ich mich ganz konzentrieren muss. Auf Griff und Tritt. Vor allem, wenn ich mich nicht sichere. Ich selber werde Griff und Tritt. Wenn ich nicht alles, was draußen ist, auch moralische Fragen, vergesse, in diesem Fall auch meine Eltern oder meine Brüder, die daheim sitzen und ahnen, dass ich irgendwas Schwieriges mache, kann ich das nicht machen. Ich sehe dabei nur diese paar Quadratzentimeter Eis oder Schnee oder Fels. Und so ist das ein ununterbrochenes sich absolut auf diese Haltepunkte einlassen. Und damit entsteht ein Flohzustand. Es klettert sich in diesem Fließzustand viel leichter, weil ich immer in Bewegung bin und in absoluter Konzentration.